Gewerkschaften werden nach wie vor in vielen Unternehmen unterdrückt. Die Regierung steht nicht an der Seite der Arbeiter. Sie steht immer auf der Seite der Unternehmer. Die Textilindustrie bringt nun einmal viel ausländisches Geld ins Land. Für hohe Profite und damit die Kunden in westlichen Ländern möglichst billig einkaufen können. Das alles auf dem Rücken der Arbeiterinnen. Erst ein Viertel der überlebenden Näherinnen hat wieder einen Job. Dazu kommt, die versprochenen Entschädigungen für die Opfer, vor allem auch von westlichen Unternehmen, kommen nur spärlich. Knapp 400 Euro hat Shahina Akhtar bisher erhalten von einer privaten Hilfsorganisation, aber nicht von deutschen Firmen, für die sie auch genäht hat. Die 33-Jährige hat seit kurzem wieder einen Job. Doch richtig freuen kann sie sich darüber nicht. Denn ein Jahr nach dem größten Fabrikunglück in der Geschichte von Bangladesch steckt ein Großteil der Überlebenden weiter in tiefem Elend. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Russlands herabgesenkt. Und zwar auf eine Stufe, die direkt über dem sogenannten Ramsch-Niveau liegt. Die Wirtschaftsanalysten begründeten die Maßnahme damit, dass wegen der Ukraine-Krise viele Anleger ihr Geld aus Russland abgezogen hätten. Dies sei für das Wachstum im Land ein großes Risiko. Für die EU und die USA ist klar, Russland ist zum großen Teil verantwortlich für den Konflikt in der Ukraine. Deshalb haben beide bereits Sanktionen gegen Russland verhängt, die unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit betreffen. Und aus den USA kommt immer wieder die Drohung, die Sanktionen noch zu verschärfen. Viele Unternehmer in Deutschland sehen das mit Sorge. Sie befürchten, dass die Strafmaßnahmen auch umgekehrt wirken und die deutsche Wirtschaft schwächen. Ein Werk von VW, rund 170 Kilometer südwestlich von Moskau. Hier in Kaluga produziert Europas größter Autobauer seit Jahren. Eine millionenschwere Investition, die noch ausgebaut werden soll, soweit die Pläne. Bei VW ist man besorgt über die politische Entwicklung. 6,5 Milliarden Euro Umsatz machte der Konzern 2012 in Russland, ein wichtiger Wachstumsmarkt. Bei VW macht der Umsatz im Russlandgeschäft 3,4% aus. 3,9 sind es beim Chemiekonzern Beiersdorf, 6,5 bei Henkel. Von allen DAX-Unternehmen ist für Adidas das Russlandgeschäft mit 7,4% am Jahresumsatz am wichtigsten. Sanktionen könnten sich nicht nur auf die Geschäfte in Russland auswirken, sondern auch auf die europäische Konjunktur, so warnen Wirtschaftsverbände. Die Deutsche Bahn zum Beispiel ist interessiert an einem 20 Milliarden Euro schweren Auftrag in Russland. Doch die Bahnmanager haben ihre geplante Reise nach Moskau nun erst einmal abgesagt. Seit 1887 gibt es das Siegel Made in Germany und schon bald nach seiner Einführung wurde es zum weltweit anerkannten Symbol für Zuverlässigkeit und Qualität. Doch heutzutage werden viele Teile der Made in Germany Produkte außerhalb Deutschlands hergestellt. Lediglich die Endmontage findet noch hierzulande statt. Das Europäische Parlament plant jetzt, die Herkunftsbezeichnung von Produkten zu verschärfen. Die Industrie lehnt das ab. Eine Waschmaschine hergestellt in Deutschland. Solche Produkte made in Germany stehen weltweit für deutsche Wertarbeit. Dabei können bis zu 90% der Einzelteile aus aller Welt kommen. Das Gütesiegel gibt es trotzdem, und zwar weil die Endmontage in Deutschland erfolgt. In Zukunft wäre das nicht mehr möglich, denn im Europaparlament haben die meisten Abgeordneten dafür gestimmt, dass das Herkunftssiegel erst vergeben werden darf, wenn mindestens 45% der Teile in einem Land hergestellt wurden. Ich bin gegen die Herkunftskennzeichnung in der Form, wie sie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen ist, weil sie keinen Mehrwert für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich bringt. Das sieht die EU-Kommission anders. Verbraucher sollen leichter erkennen, wo die Produkte zum größten Teil hergestellt wurden. Die deutsche Industrie läuft dagegen Sturm. Metalle, Reifen, Elektronik und andere Komponenten kommen aus aller Welt. Ein Auto, das in Deutschland vom Band rollt, soll trotzdem weiterhin das Siegel Made in Germany tragen. Deshalb will die deutsche Regierung das Gesetz noch zum Scheitern bringen.
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China werden ausgebaut. Doch bei aller Euphorie gibt es auch Probleme. So wird von deutschen Unternehmen immer wieder beklagt, dass ihre Ideen schlicht kopiert werden. Damit hat ein Zahnradwerk in Leipzig überhaupt kein Problem. Die Firma will ihr Werk 1:1 in China